zu einem neuen Video und ich bin wirklich sehr erfreut, euch sagen zu können, dass es ab heute DOP 3 gibt. Beziehungsweise gibt es das schon länger, aber ich habe es heute entdeckt und dafür bitte einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und das werden wir heute spielen, denn DOP 3 hat sich weiterentwickelt. DOP 1 und 2 hat uns ja sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Levels werden immer besser, immer kreativer und immer bescheuerter. Lasst mir gerne viele Daumen nach oben da und Kommentare, denn darüber würden der Algorithmus und ich uns sehr freuen. Und wir haben heute auch wieder tolle Croissant-Mischungen. Einmal mit der unfassbar tollen Füllung von Radiergummi und Schande. Diese tollen Croissants gibt es übrigens bald in meinem Gnu-Shop. Schaut gerne mal vorbei. Kauf meinen. Wir fangen an, verbessere das Sehvermögen. Ich glaube, das geht ganz einfach mit dieser wunderbaren Brille. Und er bemerkt natürlich, dass er gesucht wird. Lass ihn fliegen. Okay, let's go. Goodbye. Ich finde es schon mal sehr gut, dass es auch komplett neue Levels sind. Baue einen Rucksack. Okay, auf jeden Fall muss der Hamburger rein. Ja, genau. Rein damit. Rein mit den Scheiß. Sehr gut. So, jetzt machen wir das Ganze zu. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe es jetzt ja offensichtlich falsch gemacht. Oh Gott, der Arme. Oh mein Gott. Der Arme! Also haben wir jetzt die Möglichkeit, Level auch falsch zu machen? Verstecke dich vor den Wächtern. Was ist, wenn ich es nicht tue? Kann ich hier sonst irgendwas anderes? Ach so, ach so. Okay, dann diese wunderbare Hose. Natürlich hat man das auch immer dabei. Und let's go. Werde der Vampir los. Ach so, ich habe mehrere Möglichkeiten. Und das scheint ja nicht zu funktionieren. Knoblauch auch nicht. Die Sonne. Finde ich auch witzig, dass es jetzt immer mehrere Möglichkeiten gibt. Rein damit! Oh, rein ins Maul. Finde die Liebe. Ekelhaft. Jeder kennt es. Ich hasse es. Ich hasse Mücken. Mach ihn sauber. Warum soll ich die immer alles sauber machen? Ach, weil er Corona hat. Oh, dann noch die wunderschöne Perücke aufziehen. Toll, super. Das halbe Gehirn hängt raus und da noch eine Perücke drüber ziehen. Und er trinkt sogar Gehirn. Hilf dem Streamer. Okay, wie helfe ich? Streamer auf jeden Fall Controller. Okay, auf jeden Fall Keylight für das perfekte Licht. Aber das muss doch hier hin. Ah, hier hin. Perfekt ausgelegt. Und die Katzenöhrchen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Verbirg die Früchte. Oh nein, sag nicht, dass ich ihre Hupen nehmen muss. Oh mein Gott. Und das in den Bauch rein. Oh mein Gott. Und das hier unten? Wo soll das bitte schön hin? Auf den Kopf? Oh mein Gott, was für ein Scheiß. Ach, weil sie klaut es jetzt oder weil sie es nicht mehr tragen kann. Ich habe keine Ahnung, aber es wirkt irgendwie abartig. Braue einen Zaubertrank. Wetten, sie wird hot. Die Zutaten sagen mir, dass wir jetzt eine heiße Frau zusammenbrauen werden. Und natürlich hatte ich recht. Und die haben wieder ein komplettes Eigenleben. Werde fit für den Sommer. Oh ja, Gott, Leute, das kennt ihr, oder? Ich denke immer so, ja, im Winter mache ich Sport, aber ich im Sommer fit bin. Und im Winter schmeckt es halt auch einfach so gut. Okay, und jetzt, oh Gott, okay, endlich mal auch ein Mann, der bescheißen. Sonst immer, oh, wieso Luft in den Arsch? Ach so, okay. Sieht aber aus, wird der Schlauch woanders hingehen. Ruf sie zur Ordnung. Wie soll ich sie zur Ordnung rufen? Okay, also als erstes machst du mal bitte dein Ding hier zu. So, okay, lass es mal offen. Mach mit... Keine Klicks auf YouTube, viele Klicks auf YouTube. Keine Klicks auf YouTube, viele Klicks auf YouTube. Keine Klicks auf YouTube, viele Klicks auf YouTube. Erstmal säufst du einen Kaffee, dann geht's dir schon besser. So, gegen das Glas, bisschen Make-up. Und so kommen die Boys, so kommen sie nicht. So kommen die Boys, so kommen sie nicht. So, okay, jetzt hat sie ihr Leben wieder zusammengekriegt. Doch, keine Klicks. Füttere die Eidechse. Oh Gott, hier erstmal ein geiles Steak. Oder ach so, erstmal brauchen wir ein Thermometer, damit es der Madame nicht zu heiß ist, oder? Wie süß es guckt. Es hat so richtig Bock. Süß, okay, jetzt darfst du es essen oder muss ich jetzt heiß machen? Achso, ich muss es jetzt richtig schön warm machen. Und so ist er das. Ach so, weil er nur nicht fliegen will. Stimmt, guter Punkt. Ne? Ich dachte mir schon, eigentlich essen ja Echsen kein Fleisch. Eigentlich schon, aber jetzt kein Steak. Eigentlich essen sie halt Insekten, aber sind Insekten, zählt Insekten als Fleisch oder sind Insekten wie Mushrooms, wo man sagt, es ist extra eine Kategorie. Sagt es mir einfach in den Kommentaren, ob es so ist. So, rette das Flugzeug. Oh Gott, das war für mich der Albtraum. Was für mich extrem anstrengend ist, wenn ich im Flugzeug bin, ich kann ja nicht eingreifen. Oh mein Gott, das wäre für mich der Albtraum. Schrecklich. Jetzt sind wir im Mars. Ja, ganz toll, Leute. Jetzt sind wir oben im Universum. Das wäre für mich so das Schlimmste, weil du kannst ja nicht beeinflussen, was für Leute da vorne sitzen. Bereite dich auf den Film vor. Geil. Der ist ja richtig vorbereitet. Das ist ja richtig nice. Schalte die Girlande ein. Okay, wir brauchen erstmal hier Strom. Das. Das. Oh, scheiße. Tut mir so leid. Oh Gott. Oh, du Ami! Okay, finde die Prinzessin. Erstmal gibt es für ihn was zu saufen. Für ihn gibt es auf jeden Fall was zu puden. Er regt sich schon auf. Für ihn gibt es was zu saufen. Hier, bitteschön, rein in den Kelch. So, und dann mache ich die Tür auf. Komm schon. Oh mein Gott! Ah, hab ich
ich richtig Bock drauf. Finde das Ei. Wo ist denn jetzt das Ei? Hä? Oh. Ah. Nice. Ach, jetzt ist sie horny auf ihn. Und weil sie horny ist, pupst sie das Ei aus. Richte die Zähne. Oh, sie sind glücklich. Ja. Oh mein Gott, das ist echt schrecklich für die Zähne. Ich hatte so lange eine Zahnspange. 10 Jahre. Aber es hat sich gelohnt. Trinke einen Kaffee. Mir ist auch so, Leute. Ich brauche, bevor irgendetwas in meinem Leben beginnt und startet, brauche ich erstmal den Kaffee. Das ist für mich essentiell. So, wir brauchen Wasser. Und Kaffee. Ja, wie geil der aussieht. Trink ihn. Yes. Sieht echt aus wie ich am Morgen. Zieh die Puppe an. Okay, das sollte ja wohl nicht so schwer sein. Wunderbar. Voll gruselig, ey. Wer hat sich die bestellt? Zieh einen Zahn. Oh Gott, habt ihr auch schon mal den Zahn rausgezogen bekommen mit einer Tür? Ich ja. Eigentlich ist es voll absurd, oder? Das ist so dumm, dass man das macht eigentlich. So. Okay, kann ich das jetzt hier bitte festmachen? Oder muss ich... Achso, ich muss erst einen Lolli geben. Oh Gott, da fühle ich mich ja fast schon schlecht. Oh mein Gott, was ist das für ein Riesenzahn? Es tut mir so leid. Holy shit, wo kam der denn her? Hilf, die Prüfung zu bestehen. Oh mein Gott. Sag mir jetzt bitte nicht, dass wir irgendwas machen müssen, um ihn abzulenken. Achso, kann ich bescheißen? Kann ich mir... Okay, erstmal... Deswegen bestehe ich die Prüfung. Das ist ja schon mal gut, weil ich mich an... Achso, weil ich ihm auf dem Rücken hänge. Und was mache ich dann? Ob der Lehrer das nicht bemerkt? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich tun? Oder irgendwas da hinten hinkritzeln? Oder die Uhrzeit ändern? Oder... Das kann doch nicht so schwer sein. Oder ihr einen anderen Stift geben? Ich muss doch da was draufmalen bestimmt. Was muss ich jetzt machen? Hä? Oh mein Gott! Was tue ich da? Oh mein Gott, weil er es geil findet, oder was? Oh no, oh mein Gott, und er findet es voll horny. Vor allem, es bringt es ja voll spiegelverkehrt von mir aus, auf die Schenkel zu schreiben. Kann ich ja dann voll gut lesen. So, wen beobachtet er? Kann ich erstmal damit machen? Jetzt glotzen wir erstmal rein. Okay, kann ich das hier oben hinpacken und dann kann ich ranzoomen. Oh mein Gott, wie er schaut. Starte die Uhr. Okay, Leute, das sollte ja kein Problem sein. Kann ich den Vogel da rein squishen? Vogel. Ich muss das ja erstmal aufkriegen hier. Kann ich da nicht den Vogel hier hinten reindrücken schon mal? Verdammt, Vogel! Oder hier unten, oder? Aber das ist halt hier drin. Das kriege ich hier nicht rein. Muss ich das irgendwie wieder öffnen? Irgendwas ziehen? Den dummen Vogel rein squashen? Hier vielleicht? Wo muss das Pendulum hin? Ah, hier. So, dann kommt der Vogel da rein. Der Vogel kommt hier hin. So, ah, jetzt mache ich Ding, 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 Ding. Jetzt geht's auf. Jetzt kann ich den Vogel dran klemmen. Yes! So, witzig gemacht, Leute. Es ist echt cool gemacht. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Geh schaukeln. Oh mein Gott, muss ich ihn jetzt fetter machen? Oh mein Gott, das ist gemein. Oh, es ist doof. So, geh duschen. Ja, da kommt gleich die Polizei. So, boy, hier. Jetzt fang an, dich zu waschen. Wir wollen es sehen, Mann. Erregt ihre Aufmerksamkeit. Hamburger? Okay, ich glaube... Ach so, ich brauche ja... Klar, ich brauche ja Fett. Oder muss ich mir das jetzt um den... Ach so, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mir den jetzt hier, damit das Fett hochquillt in die Arme. Oh mein Gott. Finde einen Superheld. Okay, du brauchst erstmal einen Spider-Biss. Erstmal brauchen wir das. Dann machen wir das. Und dann tun wir die Spinne rein. Und die wird dich jetzt beißen. Und dann bist du Spider-Man, Mann. Yes! Mach ein Angebot. Ein Angebot? Ich gebe dir die Krone. Ich gebe dir den Lolli. Gibt dir, wir machen hier ein Netz hin. Dann kriegst du die Krone, dann kriegst du Lolli. Oder das. Fragezeichen. Muss ich damit. Ich muss mit den Fischen irgendwas machen, oder? Hä? Oh mein Gott! Das war jetzt aber schon gemein. Also die Krone und den Lolli brauchte ich gar nicht. Tatsächlich. Ach, das ist ja witzig. Werden sie den Pickel los? Oh mein Gott. Oh Gott, fürchterlich. Oh Gott. Bitte macht es nicht nach, Leute. Nicht mit Nadel. Zieh dir den Film an. Die Frage ist, was sehen wir uns da jetzt genau an? Bestimmt irgendwas Peinliches, oder? Komm schon. Sag uns das, was Peinliches. Das muss ich erstmal anmachen. Ah. So witzig, dass du auch erstmal damit interagieren musst. So, jetzt hier, Kerle. Mach an. Oh yeah. Bingo. Ja, das gefällt dir. Beruhige die Meerjungfrau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Fomp und Sonne. Oh yeah, das gefällt dir doch, ne? Da hinten die Jungs. Ah, das ist echt pervers mit dem Fisch. Hol dir mehr Trinkgeld. Oh nein. Du brauchst nicht mehr Trinkgeld, glaub mir. Oh nein.
Oh Gott, nein, du brauchst nicht mehr Trinkgeld. Nein! Oh mein Gott. Oh, werde zur... Okay, Leute, ich weiß, was ihr da hofft. Ich würde mal für wetten, dass es sich hierbei um keine Frau handelt, oder? Ach, es handelt sich um keine Frau. Ich wette es mit euch, oder? 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 Ich wusste es. Okay, Leute, ich würde sagen, hier bei der lieben Birne machen wir einmal einen Cut. Falls ihr Part 2 von DOP 3 wollt, dann lasst extra viele Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, mit diesem Game weiterspielen zu dürfen und schreibt es für die Kommentare. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Jetzt raus!